MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ich bin der Puppenspieler. Und damit herzlich willkommen zurück zu OMSI 2, der Omnibus-Simulator. Ja, ich bin immer noch krank, aber ja, ich habe Lust, irgendwie mal was aufzunehmen, so die ganze Zeit auf dem Sofa liegen mit Suppe und Tee. Ja, ist irgendwie doof. Vielen Dank erstmal für die ganzen Besserungswünsche. Es geht mir den Umständen entsprechend. Es geht mir nicht viel besser, aber es geht mir auch nicht schlechter. Das ist ja schon mal etwas. Wir schauen uns heute die 433 an in der Version 0.4 von Landkreis Stetten. 433 ist verlängert worden. Vorher fuhr sie bis zum Yachthafen, jetzt fährt sie bis zur Surfschule. Und auch hier habe ich einige Fehler gefunden, die ich ansprechen möchte. Besonders so im nächsten Ort wird es dunkel, sag ich mal. Aber das schauen wir uns an. Wir fahren wieder mit dem Citaro G Euro 3, weil ich da Bock drauf habe. So. Wir fahren vor, wollte ich sagen. Wir ziehen vor. Das wollte ich gesagt haben. Bremse lösen. Ja, Vorratsdruck. Da. So. Wir haben übrigens den 6.5.2020. Ob die Folge heute noch kommt, weiß ich nicht. Kann aber sein. So, 12 Uhr. Wann ist Abfahrt? Um 40. Nee. Erst die Pause. Hallo. 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 Einmal normal. Hallo. Danke. Bin mal gespannt, ob wir auch hinterm Yachthafen Hallo. Ansagen haben. Sollten wir aber. Ja, interessant. Also die letzte Folge scheint ja sehr gut angekommen zu sein. Sie war ruhig und sachlich. Ohne Hetze, in Anführungsstrichen. Aber, was ich schade finde, die ganzen Hater, die in der Folge der 417, also in Folge... Nächste Haltestelle, Bergstraße. Folge 342, so großspurig kommentiert haben, haben in der Folge 343 dann nicht alle, die meisten haben keinen Ton gesagt, kein Lob, nichts, aber... Das ist ja, glaube ich, so ein typisches Hater-Syndrom, dass man halt nur dazu in der Lage ist, zu haten, aber halt, wenn man dann etwas besser macht oder etwas umsetzt, dazu dann nichts zu sagen. Aber es soll mir auch egal sein. So. Hier, das haben wir ja alles schon besprochen. Der neue Bereich wird interessanter. Nächste Haltestelle, Steinbeck zum Bahnhof. Fahr ich wieder auf. Es war so klar, dass die mir hier immer reindödeln. So, wir fahren jetzt hier rechts rum. Hier würde ich die Haltestelle etwas weiter hierhin verlegen. Weil man muss hier echt ausholen gleich, um mit dem Gelenkbus rumzukommen. Die wird eigentlich als Solo-Linie bedient, habe ich gesehen. Aber wenn man dann mal einen Gelenkbus nimmt, wenn man vielleicht gerade von der 423 kommt, dann ist das ein bisschen tricky. Nächste Haltestelle,
Zum Eichau. Zum Eichau. So, und ab jetzt wird's dunkel. Hier fehlt leider überall Hier fehlt überall die Straßenbeleuchtung. So, jetzt kann ich natürlich nichts machen. Schön, dass du mir mitten in der Aufnahme Mathehausaufgaben bringst. Schau ich mir gleich an. ja. Ja, das lasse ich jetzt einfach drin. Oh, Knickschutz, verdammt. Wo ist die Knickschutz? Haben wir nicht den Knickschutztaster hier irgendwo? Nee, ne? Ja, Knickwinkel zu spitz. Okay. Ja, dann müssen wir fuschen. Ist zwar jetzt doof, aber ist halt so. Ja, hier fehlt überall. Ja, also Fahrschule ist ja nichts dagegen. Ja, Quatsch nicht. Hier fehlt leider überall die Straßenbeleuchtung. Kann ich bitte aussteigen? Mir gefällt Ihr Fahrstil gar nicht. Also es ist schwer duscht da hier. Nächste Haltestelle, Robertsbrücke. Das ist so ein Ding. Da muss man drauf achten. Also Straßenbeleuchtung ist essentiell. Und die fehlt hier leider komplett. Auch hier. Da ist nichts. Jetzt kommt der nächste Kritikpunkt, die Robertbrücke. Da muss ich sagen, habe ich mich sehr geärgert. Weil das ist echt geschludert. Es gibt so schöne Brückenkonstruktionen für OMSI. Und da hat man dann sowas gemacht. Und da muss ich sagen, einmal normal, bitte. Danke. Das kann der Gaming Freak bzw. ihre Lambos besser. Definitiv könnt ihr das besser. Also, A, der Spline, wie der hier verlegt ist, das ist schrecklich. Das ist wirklich schrecklich. Und dann einfach nur mit den Pöllern. Also das ist weder fiktiv schön, noch wäre das in der Realität schön. Das würde kein Städtebauer, kein Planungsamt, kein TÜV, niemand würde das abnehmen, weil hier, boop, da fällt man einfach runter. Also die Brücke am besten für die nächste Version abreißen und anders bauen. Aber bitte nicht so. Das sieht einfach nicht aus. Das hat auch nichts mit einer Brücke zu tun. Das ist nicht mal eine Behelfsbrücke. Also das ist wirklich nicht schön. Nächste Haltestelle, Angelplatz. Hier, der Spline wäre für die anderen Landstraßenabschnitte ganz gut geeignet. Gerne auch mit Randstein, warum auch nicht.
Oh. Jetzt kommen wir in den Bereich des Yachthafens und auch hier fehlt leider überall Beleuchtung. Nächste Haltestelle. Hier am Pier ist es noch verdammt leer und undekorativ. Da muss man noch was machen. Zudem es hier ganz schön wäre, auch vielleicht Gitter hinzumachen, dass man hier nicht einfach reinplumpst. Und hier sind ja Boote und hier sind dann auch Pöller, aber die Pöller reichen nicht. Oder man muss die halt nochmal enger setzen, dass man nochmal was dazwischen setzt. Das sieht, da fehlt einfach was. Wisst ihr? Also das ist... Naja. Ihr wisst, was ich meine. Und ganz, ganz wichtig, Beleuchtung. Wenn man schon sowas wie einen Yachthafen nimmt, dann muss man den richtig schön ausdekorieren. Also Yachthäfen sind ja immer prunkvoll, auch mit Flaniermeilen und so, ne, mit Buden und Geschäften am Hafen und sowas. So wie hier zum Beispiel. Aber es muss beleuchtet sein. Und dann kann man da noch ein paar Sonnenschirme hinstellen und ein paar Terrassenmöbel, also Gastro und sowas, ja, Gastronomiemöbel. Weil so ein Hafenbecken oder eine Anlegestelle lädt besonders im Frühjahr und im Sommer ja zum Verweilen ein. So, Nationalpark. Das verstehe ich nicht ganz, wo hier der Nationalpark ist. Also auch hinter der Schallschutzwand ist nichts. Ah, hier sind ein paar Segelboote. Aber mir fehlt hier diese Ambition zum Nationalpark. Vielleicht kommt da ja noch was. Aber da ist im Moment halt leider nichts. Und auch wieder die Beleuchtung fehlt. Komplett. Da hat man zwar weitergebaut, aber während der Erweiterung der Linie hier nicht hingeguckt. Ich denke mal, man hat die Straßenbeleuchtung schlichtweg vergessen. Nächste Haltestelle, Stetten Yachthafen. Ah, hier müssen wir sehr weit ausholen. Was? Was macht er denn da? Ja. Hui, 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 hui. Entschuldigung, aber das ist zu gut. Hui, hui, was bist du denn für eine Linie? Moment. Das ist die 403 Stuttgarter Straße. Die gehört hier doch gar nicht hin. Er hat sich hier aber völlig verfranst. Naja, gut. Ja, und auch hier kann man noch mal ein bisschen was dran machen. Hier die Haltestelle Yachthafen. Vorherige Endhaltestelle. Das sieht nicht schön aus. Hallo. Eine Fahrkarte bitte. Ob die vor der 403 geflüchtet sind? So, jetzt geht's weiter zur Surfschule.
Nächste Haltestelle, Eisdiele am Yachthafen. Ja, hier, das ist ganz nett gemacht. Aber auch hier könnte man am Pier noch ein bisschen was machen. Das sieht einfach lieblos und leblos vor allem aus, ne? Also so für die Leute, die aus Hafengegenden wie Hamburg zum Beispiel kommen, die wissen, da ist immer was los am Pier. Hier, da, das ist schön dekoriert, die Eisdiele, das Eiscafé, das sieht nett und einladend aus, da kann man im Sommer schön verweilen. Aber der Rest, das ist alles noch ein bisschen leer und schade. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte, danke. Und halt die Beleuchtung. Na komm, ist eh rechts vor links. Vielleicht setzt ihr an, der ja. Das ist ja widerlich. Mann, wo haben sie denn ihren Führerschein gemacht, junger Mann? Mann. Nächste Haltestelle, Alte Fische. Und ich würde mal gucken, dass man mindestens eine Bank oder sowas da hinstellt. Guten Tag. Hallo. Vielleicht mal schauen. Ich weiß nicht, ein gutes Beispiel ist es jetzt nicht, weil der Hafen auf Spitterberg jetzt auch nicht so toll aussieht. Aber vielleicht kann man sich auf Spitterberg vor 4 beim Hafen irgendwie noch vielleicht was mit Inspiration holen. Weil hier dürfen ja auch ruhig ein paar Container irgendwie stehen, weil... kann ja durchaus auch noch ein Umschlagplatz sein. Nächste Haltestelle, Theater Bahn. Platz wäre ja genug. So viele Yachten werden hier ja nicht anlegen. Ja, hier wieder die ganzen Grasobjekte. Da kann man viel, viel mehr draus machen. Da muss man dann auch viel, viel mehr draus machen. Das ist eine nette Idee mit dem umgekippten Schild. Aber hier ist es halt auch direkt am Wasser, ne? Das ist unsauber verarbeitet. Fängt die Ansage, okay. Alles klar. Übrigens, dass der Nachläufer mal schwarz wird, das ist ein Problem mit dem Repaint. Warum auch immer. Nächste Halt. Nächste Haltestelle, Surfschule. Dieser Bus endet hier. Bitte alle aussteigen. Ja, das bitte alle aussteigen, das ist ein bisschen... da ist der Satz ein bisschen müde geworden. Und auch hier, dass hier die KI lang fährt, abstellen bitte. Ist kontraproduktiv, macht sich nicht gut in der Wendeschleife hier. Wenn hier KI langfahren darf... dann vielleicht die Wendeschleife etwas größer ziehen und dann hier eine Wende für den KI-Verkehr und eine Wende mit Pausenplatz für den Bus. Hier ist ja noch Platz. Was aber gar nicht geht, ist das hier. Ne? Und hier. Das mit den Häusern. Also ja, man will hier was von hinten zeigen, aber das Haus ist völlig deplatziert. Das muss weg.
Definitiv, weil hier ist auch jetzt, hier ist auch kein Eingang oder so, dass man sagt, hier, ne, also das passt auch von der Textur her, passt das überhaupt nicht. Das Haus muss definitiv weg. Das Haus muss gedreht werden, damit die Eingänge auf der anderen Seite sind. Dann kann man das lassen. Und die Boote, das ist auch so ein Ding, das sieht nicht aus. Das, ja, da könnte man meinen, dass man mich ärgern wollte. Aber das geht nicht. Leute, stellt man keine Segelboote hin. Die halten auch nirgendwo. Dann lieber hier den Bereich nutzen. Da noch einen Weg hinmalen von mir aus. Ne, mit der Malfunktion im Editor. Und dann hier 2-3 Stege hin, damit die Segelboote dort anlegen können. Das sieht wesentlich besser aus. Auch macht es mehr Sinn für eine Surfschule. Und man kann hier ruhig ein paar Segelboote rausnehmen. Das sieht unrealistisch aus. So viele auf einmal. Hier, der Abstand, der ist ganz schön. Also ich würde hier, aber hier, das ist zu viel. Das ist wirklich zu viel. Dann lieber 5-6 Stück raus und die aber hier noch ein bisschen verteilen, weil hier ist so viel Freifläche. Ne? Auch hier in dem Bereich darf ruhig mal ein Segelboot oder zwei sein oder Motorboot oder ein Jetski. Mach den See ruhig voll. Das ist ein Hafen. Da ist Verkehr. Da ist Schiffsverkehr. Da ist, ne, da sind Yachten unterwegs. Da sind Boote unterwegs, Segelboote und Jetskis und alles. Mach da was draus. Das sieht noch zu leer aus. Und wie gesagt, hier den Bereich, der muss überarbeitet werden. Definitiv. Und jetzt habe ich wieder Texturen. Jetzt ist nichts mehr schwarz. Okay, interessant. Doch schön. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. In den nächsten Folgen kommen dann die 415, die 425 war es, glaube ich. Und die 435 müsste es sein. Ja, genau. Da geht es dann Richtung Niederkassel. Gibt es hier in der Nähe auch bei mir, Niederkassel. Die 432 habe ich bewusst ausgelassen. Ist auch Kurzläufer Hauptbahnhof Stuttgarter Straße. Den Bereich kennen wir schon. Von daher müssen wir uns das nicht nochmal angucken. Da hat sich bis jetzt nichts großartig verändert. In diesem Sinne, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschö.